I'm impressed. The brains are in the server room undergoing training. Knock yourself out. Go nuts. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Metal Gear Rising Revengeance. Und ihr seht, mein Balken oben ist rot. Jack is back. Das haben wir in der letzten Folge festgestellt. I'm sorry, sir. Our business hours for the day have ended. We are looking forward to your next visit. Nicht wundern, sie ist nur ein Cyborg. Nichts Wichtiges. Deswegen mache ich sie einfach mal platt. Watch out! They keep on coming! Oh, und wir haben Besuch. Das gefällt mir natürlich. So muss das. Gib mir deine Rücken machen. Das wird doch nicht angreifen, oder? So, deins nehme ich auch noch. Meine Energie ist nicht schlecht. Und ich habe zwischen den Folgen jetzt Level-Ups vollzogen. Sprich, ich habe meine Punkte ausgegeben. Könnt ihr oben sehen, ich habe jetzt 150% Lebensenergie. Und noch ein paar andere gute Sachen. Neue Angriffsmoves, glaube ich, und mehr Schaden für die Waffen. Noch irgendwas. Ach ja, den neuen Balken habe ich. Für meine Special-Angriff. Das ist natürlich auch noch ein. Drei kleine und einen großen. So. Oh, der ist ja süß. Wollte schon nochmal ein Hindi. Alter. Jetzt ist Schluss mit der Spinnerei. Ich wollte ihn doch gerade staggern. Staggern ist immer der Punkt, wo man Y und B gleichzeitig drücken muss. Das ist ja ein Finisher quasi hier. Den sieht man nicht. Jawoll! Ich habe 10 Treffer gelandet und das waren 42 Teile, dass ich den Hund selber da. S-Rang! Awesome! Raiden! Sundowner contacted you from the top floor. Time to make your way up there. Ja, Monsoon ist Geschichte. Wie hieß denn die Frau nochmal? Monsoon ist Geschichte. Mistral ist Geschichte. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch Sundowner übrig. Und natürlich die gute Sam. Und dieser mysteriöse Mann in dem Anzug, was wir gesehen haben. Ich glaube mal, unser vorrangiges Ziel ist, die Kinder hier nicht retten. Oder allgemein die Kinder retten. So, das mache ich aber, wenn ich Zeit habe. Jetzt muss ich erstmal Glas zerschneiden. Das ist viel, viel wichtiger. So, VR-Mission 13. Da habe ich wahrscheinlich auch schon ein paar übersehen. The elevators appear to be disabled, which we should have expected, I suppose. I will access the control unit. Perhaps you can hack an elevator and make it operational. Ooh, splendid idea. By all means, yes. It seems the guards are storming the building. Raiden, get back to the entrance. Buy me some time to get this elevator operational. You can control that UGV as well, yes? Give them hell! Kein Problem. Ich mach das. Ich schieß mich hier durch. Kommst du mit Flugdingern hier rein? So, jetzt schon ein bisschen übertrieben, ne? Ah, es ist so cool, wie hier alles zu Punkt geht. Slider-Jäger. Slider heißen die Flugflügel. Da kommt eine Granate. Machst du durch diese oberen Etage? Wir haben nur ausgesuchte Leute zu treffen. Aber danke für die Lebensenergie. Warum
haben die anderen eigentlich diese Schutztürme nicht eingesetzt, als ich heraufgekommen bin? Ich finde den deutschen Doktor so geil. Wunderbar! Oh, 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 da kommen die Viecher. Schön, dass mit dir nichts tut, das finde ich gut. Hui! Ah, das vergesse ich immer, dass ich die nicht blocken kann. Doktor? Doktor, ich brauche Hilfe. Ah. Ich hasse immer so Quicktime-Events, wo du den Stick so schütteln musst, wie ein Wahnsinniger. Das ist immer so... Genau der Moment, wo du immer weißt, oh, da werde ich wahrscheinlich irgendwann mal mein Gameplay zerstören damit. Aber machen, verstehst? Bug? Gut. Reiten. Weg, reiten. Nein, du sollst. Nein. Was ist denn das für eine Position, bitte? Warum halten die eigentlich so viel aus? Bist du tot? Die Anna lebt noch. Da will noch jemand ein Stückchen mehr. Ha! Zum Schluss, mein Freund. Ohne Beine, dann müsste ich ein bisschen hart tun. Da ist noch irgendwo einer. Den hole ich mir auch noch. Ach, ich kann da gar nicht mal zurück. Das nimmt sich bei dem Band. Das ist blöd. Kann ich den wenigstens abschießen, dass ich das komplett habe? Ja, da kommt so ein Vieh auch noch. Genau. Es gibt 100 Pro irgendwas, wenn ich da die ganzen Wachen töte, oder? Ist der down? Nee, so nicht. Jetzt ist er da. Noch irgendwer? Ah, Punkte. Nochmal ein S-Rang. Obwohl ich da jetzt nicht so stolz drauf sein kann, nachdem ich so eine auf die Backe bekommen habe. Geht der Aufzug? Ja. For security purposes, the building is divided into upper and lower halves. The lower area consists of offices and meeting space for staff and visitors, while confidential military projects and technical research are restricted to the upper levels. So that's where the brains in the server room will be, up top. Indeed. But that elevator can only access the lower floors. You need to get to the 20th floor and past the security gate there to reach the upper area. Let me guess. Time to find another left hand? Well, that is the problem. Security cyborgs would not have sufficient clearance. But managers and senior staff have already been evacuated, no doubt. So... The only option is to cut the power to the security gate, which will not be easy. It is powered by no less than 3 systems, including a backup power supply. You will need to destroy all of the electrical control panels to disable them. In any case, you should arrive at the 20th floor soon. Okay. Wenn's einfach gewesen wäre, wäre es so langweilig, ne? The electrical panels are most likely hidden in the walls. Use your enhanced AR to search for any unusual heat sources inside the walls there. Kein Problem. Zerstören Sie alle Schalttafeln. Bug? Sieht fast danach aus. Das war jetzt komisch. Bin dann irgendwie durch die Scheibe durchgebackt. Granaten. Oh, was ist denn das für einer? Den habe ich noch nie gesehen. Die werden da noch neue Kommandos rum. Ah, warum konnte ich den jetzt nicht killen? War das ein bisschen härter. Oder die Wolf, die rennen die ganz schön ab. Oh! Eine Granate!
Steine werden überbewertet. Braucht kein Mensch. Dieser blöde Laserbrenner. Ah, ich habe zumindest die linke Hand bekommen. Ja, was kommt da noch einer? Gecko Fund oder was? Ich habe keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Nein, ich wollte den. Was? Ah, ne. Und über den Tisch und wieder zurück. Ah. Autsch. Da komme ich ganz schnell aufs Maul. Das ist das erste Mal, dass ich Heilzeug brauche. Aber oh, dafür muss man sich ja nicht schämen, ne? Glaube ich zumindest. Alles, was ich will, ist dein Rückgrat. Jawoll, mehr wollte ich gar nicht. Vielen Dank. Und jetzt zu dir, mein Freund. Alle gerade sind wunderbar zusammenstehen. Ging doch ganz gut, oder? Hey, Toni hat noch überlebt. Okay, das sind noch zwei Kisten. Das Panel habe ich bisher noch nicht gesehen. Bin wahrscheinlich schon vorbeigelaufen. Und ich habe alles angelockt, was in anderen Ländern. Ja, das mit dem Panel. Ich möchte aber vielmehr die Kisten, lieber Doktor. Da ist das Panel. Sehe ich doch. Gut, one down, two to go. Keep at it right. Ich mag den Doktor, das ist der beste Charakter. Da ist doch noch irgendwo ein Panel. Eine Box. Da ist auch noch eine Box. Was sind so viele Boxen? Hier. Das braucht wieder das gewisse Etwas. Yanks! KP-Punkte. Ah, jetzt zerbricht die Tür. Wunderbar. Nochmal eine VR-Mission. VR-Mission 15. Vorhin habe ich 13 gefunden. Eine solide Snackbox. Die man nicht wirklich brauchen kann. Wo war jetzt die Kiste? Das wird wahrscheinlich dieser Weg sein. There should be an electrical panel nearby. Use your enhanced AR to locate it. Ja, Doktor, ich habe das Panel schon gesehen. Es befindet sich nämlich genau hier. Excellent. Just one more. One more? They keep on coming. Ich fürchte euch nicht, wenn ihr das merkt. Mach da ganz schnell Kleinholz aus dir. Auch wenn es im Moment nicht so aussieht. Oh. Aua, 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 aua. Ich hab das Blocken irgendwie verlernt. Na, jetzt. Weg mit dem Beinchen. Ja, mit deiner Energie. Vielen Dank. So muss das. Das Ding lebt auch noch, obwohl er eigentlich schon gar nicht mehr gehen kann. Nett. Nett, nett, nett. So, wo war ich denn jetzt noch? Nicht wegen dem Panel. War ich hier schon? Das Panel habe ich. Ist das eine Granate? Ja, das ist. Okay. Geht noch irgendwo ein Panel ab? Ist auch keins. Hier war ich noch nicht drin.
Da haben wir noch Blenden. Ah, the security gate. It is composed of steel alloy, bonded by a high-frequency electrical current. It should unlock once the power has been cut. Okay, da geht's weiter, wenn der Strom aus ist. Aber wo ist das letzte... Das letzte Panel? Da bin ich hergekommen? Hä? Ich muss doch das irgendwo sehen haben mit meinem Scanner, das gibt's doch nicht. Ja, die Suche beginnt. Definitiv. Vielleicht sollte ich einfach dieser Stromleitung folgen, dann sehe ich es hinter dem Regal. So einfach. Now, head back to the gate. Ah, so einer. Ja, yeah, sehr lieb. Komm her. Und tschüss. Pff, kein Problem, nur 90 Teile. Awesome. Was? Nur ein B-Rang. Wisst ihr was? Dafür mache ich euch Süßigkeitsautomaten kaputt. So. Öffnen wir doch mal das Tor. Raiden, shall I activate your pain inhibitors now? No, keep them off. I need it this way. Well, as you wish. I must say, I have turned more than a few men into cyborgs. But you, well, your past is most, What you getting at, Doc? Most of the time, you're working with First World ex-military. Grown men. Compared to the average third world child soldier, I can't really complain. Most of them, they're the sort of gorillas your typical patient gets paid to slaughter. Perhaps, but this shouldn't be news to you, Doc. Yes, but Look, just help me take care of those brains after I bring them back. I do my business, you do yours. Yes. Raiden, jetzt wird er aber stinkig. Aber er hat irgendwo recht auf einer Seite, ja? They're pouring in from everywhere. This is crazy. Get off. Ich komme rein und es ist schon einer automatisch tot. Das ist so geil. You do not have to fight every enemy you encounter, right? Try and keep moving. Ja, ich mach das schon. Kein Problem, ich lauf da einfach durch. Boris, wenn du mir das schon so anschaffst. Hep. Gott, wird hier geschossen. Bist du denn weg? Die jagen alle nur mich, ich finde mich so besonders. Nice of them to blow open the door for me, ja? Idiot. Willst du das nehmen mit? Gibt's nur noch KP-Punkte und sonst nix, aber immerhin. So, Lebensenergie auffüllen, nachdem der schon so gut platziert ist. Aber so einen rechten Arm erwischt, oder das ist ziemlich Banane. Oh, hi, Gecko. Desperado-Gecko. Wohlgemerkt sieht man schön an dem Schwarz-Rot. Oh, da kommt der Nächste. Jungs. Ach, herrje. Die ganzen Stockwerke weg. Würde das das Gebäude nicht instabil machen? Oh, hi. Zerstören Sie den Grat. Wenn ich nicht will, muss ich. So ein Shit. Dann werde ich mal sagen, machen wir das Ding einfach mal kaputt. Wundert das ein bisschen, dass Raiden viel mehr Schwierigkeiten hat mit seinem Grad als wie mit dem Metal Gear Ray vom Anfang. Oder crasht mich das? Okay, ich nehm's zurück, das Ding ist jetzt irgendwie tot. Na, und dann geschützt haben, dann nehmen wir seine Energie und alles ist wieder gut. 244 Teile. In 59 Schnitten. All these sliders in the area. Perhaps they could be put to use. Oh ja, können sie.
Machen uns einfach den Luftflug hier draus. Jack is back. Climbing like that, it'll be much easier for you. Was haben wir denn hier? Wir können einfach so das Gebäude hochlaufen. Ryan, du bist eine klasse Sache, das sage ich. Steine. Aber der Wolf ist das cool. Es rang. Wer braucht schon Aufzüge? Ich bitte euch, wenn man es so auch machen kann. Right away is up now, yeah? Almost there. I have just finished analyzing the latest security data. You should find an indoor garden up ahead. A garden? Sounds fancy. A Japanese garden, to be precise. It is an area set aside for VIPs. Apparently, one of World Marshal's directors is a rather serious Japanese culture enthusiast. All right. So what's this got to do with me? Is there something I need from the garden? Not at all. You need only pass through that area to arrive at a freight elevator. I found a route to the elevator controls through the unit we hijacked downstairs. I have located the server room as well. You can reach it via the freight elevator. Great work, Doc. Elementary, my dear Raiden. Now, head for the garden. Alles klar, queren Sie den japanischen Garten. Aber liebe Leute, das machen wir erst in der nächsten Folge von Metal Gear Rising. Revengeance. Ich bin Azak und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und ich sage immer stay tuned. And so long.